Okay. Findest du das witzig? War das ein Gag gerade? Manga-Magazin. Madenverpestung. Marlinbefall. Oh, Marlinbefall, den mag ich. Marlin darf immer gerne in mein Müsli alles voll netzen und hat weben. Sie, hat sie auch schon ihre Eier gelegt in der Wohnung hier. Ja. Ja, Tino hat uns gerade berichtet, dass er eine alte Drecksau ist in seiner Wohnung. Nee, ja, also ich bin ja ein Schimmel- und Lebensmittel-Motten-Experte, weil ich beides mal hatte. Hast du dir antrainiert, diesen Skill? Habe ich mir antrainiert. Der Schimmel war schon vorher in der Wohnung, bevor ich eingezogen bin damals. Meine Einraumwohnung kennst du ja, ja noch. Ja, hätte ich jetzt auch Und Motten gesagt. Haben wir halt über Katzenfutter, was wir geschenkt bekommen haben, eingescannt. In die Wohnung eingepflegt. Und deswegen bin ich habe mich dann total über alles belesen und kann über Schimmel und über Lebensmittelmotten alles erzählen. Wir können extra Podcast machen. Ich wollte gerade sagen, hallo und herzlich willkommen bei Brennpunkt Schimmelbefall. Wir berichten, was die letzte Woche in euren Haushalten alles schiefgelaufen ist. Marlin ist da. Hallo. Und Marlin ist sehr traurig, denn sie hat kein Müsli zum Frühstück, weil da Motten drin waren. Motten, aber eine Made oder sowas. Ja. Eine Made und viel Geschwaller. Viel Netz. Tja, auch eine kleine Made macht Großmist, ne? Mhm. Ein Netz hat die gesponnen. Die hat, wollte nur hier so ein WLAN-Verteilungs-Hub da einbauen. Aber wir spinnen ja auch hier im Podcast. Das ist ja ganz passend. Ja, war ja. Vielleicht eine Podcast-Motte. Weißt du, Tino, du kommst ja her, ich gucke auf dein Handy. Das Erste, was ich sehe, ist wieder die Larve von Höcke. Und wer ist daneben? Wisst ihr nicht. Irgend so ein Sänger. Nee, Onkels, ne? Die Onkels. Ich habe gleich noch eine News, was Höcke und Onkels betrifft. Die Größe Höckes. Okay. Wird es bald geben. Oder auch nicht. Aber vorher sagen wir doch ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Tony Mahoney. Robert Mark Lehmann und Max Schmeling. Max Schmerlin. Ja, willkommen zu einer weiteren spannenden Ausgabe vom Brennpunkt. Wir werden die Woche wie immer satirisch für euch einordnen oder auch nicht. Es können auch ab und zu mal Sachen dabei sein, die nicht ganz stimmen. Jetzt habe ich kurz gehofft, dass du sagst, spannender Podcast und dass du dann stille, weißt du, und dann hätte ich gar nichts gesagt und dann wäre richtig gut gewesen. Aber du kannst nicht anders, als, weißt du, dir alles an die Wand zu moderieren, Tino. Ich bin halt ein Profi, was soll ich sagen, ja? Was soll ich sagen? 3 Jahre Podcast-Erfahrung fast. Nee, es müssen mehr als 3 Jahre sein, ja, oder? Ja, das sind 38 mittlerweile. 38 Jahre Podcast, krass. Ja, kommt hin. Plus minus 2 Monate, weil wir hatten ja immer mal Pause, aber... Das stimmt. Ja. Nee, was haben wir denn 40 Jahre Brennpunkt. 19, glaube ich sogar, oder? Aber Silvester, glaube ich, ne? Das war richtig so, also wir haben so ein Neujahr 19 angefangen, glaube ich. Hm. Oder war es 18 schon? Nee. Dann 19. Ja. Ja, stark. Heftig. Herzlichen Glückwunsch an uns. Ebenso. Und jetzt noch eine nackte Frau. Was ist denn hier? Du hast ja nur gute Bilder auf deinem Handy. Ja, auch Glückwunsch an Schweden. Nee, jetzt warte doch mal. Du kannst dich hier quer durch die Themen, ja, was zu deinem ESC kommen wir gleich. Du hast jetzt mit dem Höcke angefangen. Ich kann mit dem Höcke anfangen. Zeig das jetzt. Was ist da los? Wir hatten ja auch letzte Woche schon gesprochen über Bernd Höcke, der in Weimar war, ne, und hat da mit anderen spaziergängigierenden Leuten demonstriert. Und sie haben wohl, als wir nicht gehört haben, einen Onkel-Song gespielt. Was? Ja, als Einmarsch. Da wäre ich da hingegangen. Und zwar gehasst, verdammt, vergöttert von den Onkels, ist da über den Theaterplatz geschwollen, sozusagen. Und wir sehen ja hier Höcke. Gehasst, verdammt, vergöttert, wir waren die im Kirchenchor. Wir genau, sind wirklich keine Engel, doch jetzt sind wir kurz davor. Wir haben einen guten Draht nach oben, wir sind Gottes rechte Hand. Und hilfst meine linke Hand, ja, das ist super. Gottes rechte Hand. Siehst du, das ist wieder dieses Dog-Whistling, was sie da machen. Aber wir müssen den Onkel zugutehalten. Sie haben sich dazu noch nicht geäußert, aber es gab ja Social-Media-Posts. Ich sehe gerade gar nicht, wo das war. Wahrscheinlich was. In Weimar war das. Genau, in Weimar. Und zwar gab es einen, hat wohl irgendwer bei den Onkels den Livestream gepostet von der Veranstaltung von Höcke. Und da hört man eben eindeutig auch den Onkels-Song. Und hat Marco von den bösen Onkels, also einem Management, geschrieben: Je mehr ihr derlei Videos etc. teilt, umso größer wird die Reichweite für diese Hetzer. Tut ihnen nicht den Gefallen und lasst das. Den Rest regeln unsere Anwälte. Siehst du? Marco B.O. nicht und, B.O. Und du bist immer böse mit denen. Und die sind selber böse. Und offenbar wehren sich die Onkels gerade dagegen, dass die AfD oder irgendwelche anderen rechten Faschos ihre Songs benutzen. Das finde ich positiv. Die linken Faschos sind mir lieber.
Eben, finde ich positiv. Ja. Ich weiß nicht, wie Kevin Russell darüber denkt. Ja, der mit seinen Hakenkreuzmützen und Autounfälle, die er verursacht. Was erzählst du jetzt schon wieder? Was hat denn der mit der Hakenkreuzmütze? Das habe ich gelesen, als er damals. Das habe ich gelesen. Ja, kannst du mal googeln. Ich google jetzt. Kevin Russell Hakenkreuzmütze. Ich google schneller, als die Polizei erlaubt. Hakenkreuzflagge. Du googelst schneller als Hakenkreuzmütze, Kevin Russell. Eine Hakenmütze wirst du nicht finden. Ups, eine Hakenmütze. So ganz alberner. Ich finde nicht zur Haarkranmütze. Polizei findet Nazimütze. Ja, so? Das kann ja auch ein Gag gewesen sein. Genau, auch bei Hitler war damals ein riesiger Gag, einfach zu sagen, aber komm. Guck mal, das ist ja auch die Bild, das ist doch keine reliable Quelle. Böse Onkels Audi. Aber auch die beziehen sich ja auf Polizeiberichten, ja. Und der hat damals einen Autounfall verursacht, der Kevin, und ist dann einfach geflüchtet, der Ehrenmann. Und ja, ey, niemand feiert den, ja. Der hat halt einfach nur noch richtig geile Stimme. Und da hat man in seinem Auto immer eine Hakenkreuzmütze gefunden. Das sind alles natürlich nur Späße. Ich glaube, er war einfach nur im Shaolin-Tempel, hat er irgendwie sich so inspirieren lassen und ist jetzt halt, weiß ich nicht, was für eine Religion ist. Aber es ist halt wirklich das Einzige, was ich finde, ist von der Bild. Ich habe noch mehr gefunden davon, als ich guck damals... Guck mal, es fehlt Hakenkreuzmütze, steht hier. Die fehlt, weil jetzt noch im Auto rumliegt von nein, Frack. Die fehlt nur in der Google-Suche. Ach, warte mal, ich habe Mütze auch falsch... Nee, habe ich nicht. Okay. Ey, nicht alle werden auch das Wort Hakenkreuzmütze schreiben, aber wenn du irgendwie Hakenkreuz oder sowas machst, da findest du das. Hakenkreuz-Kopfbedeckung. Hakenkreuz-Kopftuch. Kannst du oh Gott. Hakenkreuz-Burka. Hakenkreuz-Burka. Ja, aber guck mal, das ist 2010 gewesen. Wir sind doch alle, ein Mann wächst doch. Jedenfalls ist es nicht ganz aus der Luft gegriffen, ne? Und es gab auch noch andere Indizien dafür, dass er wohl mit Rechten ganz cool ist. Jedenfalls die AfD. Weil, wie ich hier immer in Verteidigungsposition gehe, nur weil du halt so anti bist. Aber eigentlich ist mir das völlig egal so. Das merkt man. Ich finde halt ein paar Songs von denen geil, aber das war's dann eigentlich auch schon. Ich finde die jetzt auch nicht schlimm rechtsradikal. Ich glaube auch, dass sie halt eine Vergangenheit haben, die durchaus rechts war. Aber trotzdem bin ich kein Fan von Kevin, weil ich glaube, der hat immer noch nicht alles abgelegt. Und ich kann mir vorstellen... Seine Mütze hat er abgelegt. Ja, und im Auto liegen lassen, als er Fahrerflucht begangen hat. Ja. Jedenfalls, das ist der Win der Woche, dass das Onkelsmanagement dagegen vorgeht. Das finde ich gut. Hm. Ja, und warum war das der Marco und hier ist aber so ein Bild vom Weidner? Ja, weil der, wo der Kopf der Band ist. Hm. Also, auch nicht schön. Was ist denn das für ein hässliches Höckebild eigentlich? Der guckt so skeptisch, ne? Na, der macht so die eine Augenbraue hoch, so ganz komisch. Sonst würde er gerade sagen, alles klar, Herr Kommissar. Schwierig. Ja, weil er der Kopf der Onkels ist, was nicht gerade für ihn spricht, aber er ist deswegen abgebildet. Ja, aber was ist denn, wenn die Onkels morgen auf einem linken Rechte für alle und queere Menschen sind cool Konzert haben sie auch, spielen. Haben sie auch schon mal eine Art gemacht? Weil die haben auch mal gespielt bei Rock gegen Rechts oder so. Naja, ist dann endlich mal Feierabend bei dir oder was? Ich finde auch die Musik scheiße. Ist ja auch egal, was sie so denken. Ja, du bist eigentlich nur Kunstkritiker. Ja, so ist so. Aber du kannst halt sagen, was du willst. Der Kevin, der bringt da halt eine einzigartige Note rein mit seinem Rumgeschrei. Ich finde es halt... nicht gut. Ich höre es mir halt einfach nicht gerne an. Wie Freibild, scheiß Musik, egal ob es rechts oder nicht rechts sind. Der hat vielleicht Kehlkopfkrebs irgendwie seit 30 Jahren. Du bist ganz schlimm behindertenfeindlich. Hat er aber nicht. Deswegen, weil er so singt. Wer auch so singt, weil sie so gesungen hat, ist... warte, doch, ganz kurz. Also Überleitungen kann er. Dankeschön, ist Schweden, denn die haben sich in die Herzen der europäischen Fans... Ja, das hat sicher nichts mit ihrem Outfit zu tun, dass sie hier einfach nackt ist. Sie hat schon mal gewonnen für den ESC und zwar mit Euphoria vor 10 Jahren oder so und hat jetzt mit einem ganz, ganz langweiligen Song gewonnen, also viele finden den gar nicht gut. Die war auch eher bei der Jury sehr beliebt und Publikumsliebling war Norwegen. Norwegen, genau. Tja, ich kenne mich besser aus als Tino. Ich könnte überlegen, ob es Finnland... Einmal kurz mit Jesse gesprochen, jetzt weiß ich, was los ist. Ob es Finnland oder Schweden war. Aber genau, es war Norwegen. Und die haben gewonnen. Glückwunsch, Schweden. Wird auch ein bisschen kritisiert. Es gibt sogar Stimmen, dass es geschummelt ist. Denn nächstes Jahr, vor 50 Jahren, haben ABBA gewonnen für Schweden. Und es kann eben passieren, dass sie nächstes Jahr einfach 50 Jahre ABBA-Sieg feiern wollen und ABBA einladen wollen. Das ist ein bisschen geschoben. ABBA darf dann da mitmachen einfach, oder was? Nee, sie halt auftreten. Dieses Jahr haben ja auch irgendwie andere Leute da performt. Frankie Goes to Hollywood in der Vorschau und so, weil die aus Britain kommen. Und nächstes Jahr spielen noch ein paar Acts aus Schweden. Ghost vielleicht auch, wäre cool. Oder eben auch ABBA. Und deswegen kann es sein, dass sie gesagt haben, ey, liebe Jury,
vielleicht mal hier Schweden ein paar mehr Punkte geben, damit wir nächstes Jahr in Schweden feiern können. Dann können ABBA auftreten. Es wäre ein Riesenspektakel. Kann sein. Das Einzige, was ich mit ESC mache, ist draufdrücken, damit wir dieses scheiß Thema hier schließen können. Ich bin nicht ganz doll, denn alle, die das mitbekommen haben, wir haben als Deutschland natürlich abgelost. Ja, 0 Punkte, 0 Points. Ja, das alle ist natürlich schön. Ja, er war letzter mit Lord of the Lost. Sie haben also ihrem Namen quasi alle Ehre gemacht. Ich fand's nicht so, ich fand den Song schon ganz okay, ich fand auch den Auftritt ganz gut, aber hat diesmal wirklich gemerkt, okay, es ist wirklich, weil sie uns nicht leiden können, glaube ich. Das ist einfach so ein ganz langsamer Rachefeldzug für die Weltkriege, die wir gemacht haben. Aber so spät erst, weil sie hätten ja noch, noch mal gewonnen. Na, das ist so ganz subtiles Mobbing. Aber klar, wenn da so ein junges Mädchen steht, da haben sie dann halt Mitleid, da sagen sie, okay, die ist nicht mit in den Krieg gezogen. Es gab noch junge Aber ihre Mädchen. Großeltern... Hier als Faktenchecker vom ESC muss ich sagen, das stimmt nicht ganz. Und auch nach Lena gab es mal junge Frauen, die angetreten sind, die auch 0 Punkte teilweise hatten. Wie jetzt hier Ann-Sophie mit Smoke und so. Alles tolle Songs gewesen. Wie du das alles auswendig kennst. Ich bin ESC-Fan, tut mir leid. Und es gab ja dieses Mal zum ersten Mal einen Live-Kommentar von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und der war echt funny. Ich habe den geschaut und die haben über jeden Song drüber gequatscht. Haben es nicht ernst genommen, das fand ich richtig lustig und hoffentlich nächstes Jahr wieder. Doch, so würde ich mir es auch angucken. ESC, ohne dass du die Songs hörst? Ein bisschen zumindest. Und jedenfalls, mein Favorite war eigentlich Kroatien, denn die sind so aufgetreten, wie so, weiß nicht, so rosa Faschisten, kann man sagen. Die hatten so komische Armeesachen an, so Generäle in Pink, hatten Schnauzbärte, haben dann sowas gesungen mit irgendwie Psychopathen und hatten ein Putin-Shirt an. Wo Putin noch ein Kind war, haben es so die Augen zensiert. Also gegen halt so Faschisten, das fand ich halt echt witzig. Mhm. War aber auch nur irgendwie auf ganz, also weit hinten. Europa mag halt Faschismus. Kann sein. Das ist noch zu kontrovers. Die sind noch ihrer Zeit voraus. Auch Österreich war super. Es gab viele tolle Nummern. Auch konnte Norwegen man alle anrufen, ne? Für jedes Land gab es eine. Genau. Quasi. Kroatien, Finnland und Norwegen am besten. Ja, genau, kann man echt so sagen. Ja, ich habe auch schon mal einen Song für die Playlist heute, und zwar werde ich den kroatischen Beitrag in die Playlist reinpacken heute. Na toll. Schon mal als einer Spoiler. Es ist echt ein Ohrwurm, auch wenn du kein Wort verstehst, was kroatisch ist. Aber ihr Deutschen macht immer Urlaub bei uns. Ja, mit Recht, ist auch ein schönes Land. Jedenfalls, das war mein kleiner ESC-Punkt. Nächstes Jahr wird es halt in Schweden stattfinden. Zeig mal ja, was hier steht, Mann. Schweden ist mit Irland jetzt das erfolgreichste Teilnehmerland beim Eurovision Song Contest. Hast du gar nicht gesagt. Das ist eine wichtige Information. Stimmt, also am meisten haben bisher Schweden und Irland gewonnen. Warum hat die so einen Maiskolben gewonnen? Das ist halt der Preis. Das sieht halt komisch aus. Ich fand es auch ganz komisch, wie sie sich verhalten hat, als sie da die Punkte bekommen hat, weil sie sah richtig drauf aus irgendwie. Also sie hat irgendwie die ganze Zeit so... Da wird doch in den Werbehausen wird doch alles gekokst, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Es gab so letztes Jahr, vor 2 Jahren Menzken dann angeblich auch gekokst hätten und so bei der Vergabe. Hm. Ich glaube, dass diese Gewinnerin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt gerade... Schweden. Genau, Schweden heißt die Frau. Dass die einfach so ein bisschen. Loreen. Die ist eh so ein bisschen Nena-like, wie ich finde, so vom Verhalten. So ein bisschen so, ja, und Frieden auf der Welt. So ein bisschen. Was fällt dir ein, ey? Frieden, ey, ich kotze. Ja, die verhält sich ein bisschen seltsam, deswegen glaube ich. Das ist wirklich seltsam. Wird es eher das sein, dass sie ja deswegen so ein bisschen komisch wirkt. Die verhält sich so seltsam und will Frieden. Also das Seltsamste finde ich, das muss ich jetzt ja immer mal sagen, diesen Schnitt von Unterhose, die sie da wie so ein Superheld einfach trägt, ja. Finde ich ganz fürchterlich. Dieses 80er-Jahre-Ding, das sieht einfach seltsam aus. Das kommt wieder. Ist, was Barbie immer an ihrem komischen Körperding hatte, diese Form da, ganz komisch. Das kommt wieder. Ach genau, ich habe noch ein Zitat vom ESC-Meister Gildo Horn, der auch mal für uns angetreten ist. Ja, Gildo hat euch lieb. Auch ein großartiger Song gewesen, von Stefan Raab geschrieben. Der hat gesagt, einfach mal pausieren beim ESC und das gesparte Geld vernünftig investieren. Zum Beispiel für den Bau von neuen Kitas und zur Unterstützung der Tafel. Und ich finde die Idee gar nicht schlecht, dass wir ein Jahr mal pausieren und sagen, ey, mach mal den ESC ohne uns. Wir bereiten uns jetzt mal 2 Jahre drauf vor, machen richtig geilen Song, kommen wieder mit dem übelsten Banger und gewinnen einfach. Pass auf, wir machen es einfach so. Ganz Europa pausiert ein Jahr. Und das Geld, was jedes Land in den ESC stecken würde, stecken sie stattdessen in bedingungsloses Grundeinkommen. Keine gute Idee. Es braucht den Schlager. Es braucht den Schlager einfach. Es ist mein Grundeinkommen ist der Schlager im Prinzip in der ESC das Jahr. Für mich gibt es das Jahr eigentlich nur vor und nach dem ESC. Mehr gibt es für mich eigentlich gar nicht. Aber nach dem ESC ist vor dem ESC. Also du kannst dich ja jetzt schon freuen. Wer würde ihr denn gerne zum ESC schicken für Deutschland? Niemanden.
Kommt er dann als, warte, wir können da jemanden hinschicken, der quasi dann hinterher gemobbt wird, weil er wieder Letzter geworden ist. Die werden selten gemobbt, das ist eigentlich eher so, lass ja Dieter Bohlen hinschicken, damit der mal gedisst wird. Ich würde eigentlich gerne einfach irgendwen so random ausgelost dahin schicken, der eigentlich gar nicht singen kann. Ja. Und dann Irgend so eine Oma oder so, die dann da auf der Bühne steht mit du kannst nicht über 17 sein. So eine. Die Gast hat tatsächlich von irgendeinem Komiker, der auch geschrieben hat, lass uns ein, war es sogar El Hotzo, ist ja recht witzig, wenn einfach random jemanden auslosen wird in Deutschland, der dann sich dann ein Jahr Zeit hat, sich vorzubereiten auf eine geile Show und so. Wäre auch nicht schlecht. Keine geile Show, es soll mit Absicht so scheiße sein. Und dann wird aus Meme-Gründen... Genau, es wird einen Tag vorher einfach ausgelöst. Ja. Die Person weiß es nicht. Doch. Fände ich auch gut. Nun. Können wir jetzt ja, mach weiter. Escape from... Stage. ESC, ESC. Ich habe hier meinen Ordner noch gar nicht aufgemacht. Was ist denn da drin? Ein Überraschungspaket. Oh, schön. Also ich habe mich diese Woche bei Sam vs. Wild beworben, weil auch die Frist abgelaufen ist. Also heute, glaube ich, oder? Nee, morgen. Dann geht es ja noch. Ich weiß nicht, ob morgen Fristablauf heißt, dass du morgen noch hochladen könntest. Für euch quasi heute. Ja, stimmt. Wenn der Sonntag kommt. Und deswegen, ich hoffe mal, dass ich einfach genommen werde diesmal. Dass du durchgenommen von Fritz Meinecke von hinten, dann würde ich mich freuen. Nee, ja, mal gucken. Ich habe ein bisschen was anderes probiert. Ich habe nicht wieder so ganz rumgeblödelt. Ich habe eher so Ansage gemacht und gesagt, ey, Survival ist gar nicht so hart. Also, guck das Video doch einfach an. Brauche ich dir nichts erklären. Das mache ich ja immer nur bei Amokläufen oder so. Videos von Amokläufen, dass ich dann das Video erkläre, dass die Leute es nicht gucken müssen. Guckt euch nicht an, das mache ich hier nicht. Ja, es ist hier andersrum. Ich fand auch das Etienne-Video echt witzig, also dass das hier Simon von, nicht Game One, wie heißen die jetzt? Rocket Beans, darauf reagiert hat und dass Etienne das gar nicht lustig fand. Ich meine, ich kann es verstehen mit dem Kind und so, ja maximal, da gibt es vielleicht Schwierigkeiten, aber meine Güte. Nochmal jetzt für alle, ja, weil das haben ganz viele geschrieben, den Sohn damit zu erwähnen per Namen, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Aber das macht Etienne ja selber immer. Weißt du, das habe ich mir aber ja nicht ausgedacht. Aber das ist auch sein Sohn. Also natürlich. Ich finde das ganze Video großartig. Ich hätte auch als einzigen Punkt, hätte ich auch gesagt, okay, vielleicht sagst du einfach nicht den Namen, aber sagst, ich hole mein Kind ab und einen Dropkick, alles perfekt. Aber den Namen hätte ich auch nicht gedroppt. Aber sonst finde ich das Video großartig. Wenn selbst Simon irgendwie sagt, dass es witzig ist, dann ist es auch witzig. Und gut getroffen, also. Ja, er kennt ihn auch persönlich. Ja, also, wie gesagt, ich wäre bereit, da was rauszunehmen. So, ich meine, die zwei Stellen, wo ich Jonathan sage, huch. Nee, aber also, wie gesagt, der sagt ja selber das andauernd und sagt den Namen, aber also das ist halt kein Geheimnis, wie der Sohn heißt. Aber natürlich verstehe ich es auch, wenn es das ist. Aber ich glaube eher, dass er ein Problem generell auch damit hat. Ja, wahrscheinlich. Ich war ja schon vorher kein Fan von dir, wie man rausgehört hat. Und ich finde es auch nicht mega schlimm, dass du den Namen gedroppt hast. Weil wie gesagt, das sagten ja auch selber, anders wäre es bei irgendwelchen Leuten wie jetzt Helene Fischer, die ihre Kinder immer irgendwie blurren auf Fotos, dann irgendwelche Magazine dann die ungeblurrten Fotos posten. Das ist scheiße. Aber wenn er es eh schon gedroppt hat, ist es halt auch irgendwie... Blurren macht richtig gute Musik. Blur, ja, das stimmt. Ist Blur nicht auch irgendwie von hier Gorillaz, der Sänger oder sowas? Ich dachte, die heißt Björk, aber ist egal. Ah, Björk. Nee, Blur ist auch... Björk Höckert. Björk Höckert ist auch gut. Nazis sind gut. Wenn die dann Kokain zieht, sind das dann Blurred Lines? Oder? Ja, sehr gut. Doch, ja. Da können wir leider nicht, also das können wir nicht toppen. Wir müssen jetzt ganz schnell. Guck mal hier, Escape Mouse aus Seven vs. Wild interessiert mich nicht, ist langweilig. Ja, wenn ich aber mitmache, ist es ganz toll. Dann wird's lustig, würde ich sogar einschalten. Das ist halt wirklich, also da muss Entertainment rein. Hier, Fritz, ihr habt einen Zuschauer mehr, wenn ihr Robin reinnehmt. Nämlich mich. Ein Zuschauer mehr hat auch der neue Indiana Jones Film. Der wurde nämlich. Das heißt, amerikanische Ureinwohner Jones. Ja. Also man sollte diesen Bundesstaat in Amerika dann auch umbenennen. Ist so, ja. Das ist ganz schwierig. Amerikanische Ureinwohner. Gut. Da gab es nämlich eine Premiere. Indiana Jones and the Dial of Destiny heißt das Ding. Und da gab es ein virales Video von unserem Sugar Daddy Harrison Ford. Den kennst du. Natürlich, der hat bei Star Wars mitgespielt. Aha! Als Darth Vader. Das Ding ist ja, das ist bei Harrison Ford immer ganz komisch, weil ich habe ja Star Wars immer als Kind geguckt, aber da waren die Filme ja auch schon irgendwie über 20 Jahre alt. So. Und plötzlich bin ich halt irgendwie volljährig und der Mann ist einfach 80, so, weißt du? Ja. Das ist halt irgendwie insane. Das ist wie der Gaffron, den kennen wir noch irgendwie als Teenie-Star, so, jetzt ist er auch, spielt auch schon Vaterrollen. Man wird eben alt. Egal.
Zac Efron, darum geht's jetzt nicht. Es ging jetzt um Harrison Ford. Mein Teenie-Crush. Der Zack. Zac Efron, der Zack. Na gut. Also mein Teenie-Crush ist auch bis heute noch Harrison Ford. Das ist wirklich, mit Recht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich mag Filme mit dem einfach sehr. Er ist auch sehr lustig. Es gibt so einen U-Boot-Film und dann gibt es so einen Flugzeug-Film und einen Raumschiff-Film. Gibt es alles mit ihm. Ist richtig und gut. Und Archäologen-Film von ihm gibt es. Nee, habe ich nie gesehen tatsächlich. K-19, Air Force One sind alles Banger-Filme oder wie heißt denn der, wo er verfolgt wird? Oh, ich komme gerade nicht drauf. Alles Banger-Filme, Scheiß auf Star Wars und so. Egal, auf jeden Fall gibt es ein Video, wie er gefilmt wird, wie alle 5 Minuten lang Standing Ovation geben. Mhm. Ja? Weil das musst du dir mal vorstellen, der ist ja wahrscheinlich sein letzter wirklich großer Film. Und er guckt sich so um und muss so die Tränen wegkämpfen, weißt du, und da bedankt sich so und das ist so süß. Mit seinem 100-Dollar-Schein sich kurz trösten. Ja, naja, und dann ist er halt irgendwie 80 und hat hier seinen süßen Ohrring, ja, das ist einfach schön. Ja. Ich mag ihn auch ganz gerne, kriegt auch von mir den Feini-Stempel. Okay. Ich habe nämlich eine Geschichte gelesen, dass er eine lesbische Schauspielkollegin hatte und die wollten sie aber erst nicht besetzen, weil sie lesbisch war. Dann hat Harrison gesagt, Alter, die wird genommen, die ist perfekt für die Rolle. Die wird genommen von uns, egal, wir lassen es. egal, wen sie privat liebt, da hat sie dann die Rolle bekommen dafür. Wen sie privat nimmt, die wird von uns genommen. Also Harrison Ford, es war nicht selbstverständlich in Hollywood damals, ja, dass man sich für schwule und lesbische Menschen eingesetzt hat. Deswegen Harrison Ford ist für mich ein Feini. Hm. Und ich kenne auch keine Skandale von dem. Also vielleicht gibt es welche, aber ich kenne jetzt keine, dass er irgendwelche Kinder missbraucht hat oder so. Was mussten jetzt dieses Thema hier so aufladen, ey? Weißt du, es war bis eben so schön. Oder Bier trinkend auf dem Fußboden einen Hamburger gegessen hat, kenne ich jetzt von ihm nicht. Ja, ist auch nicht so. Also das Problem ist, das wisst du natürlich, Tino, dass der vierte Indiana Jones Teil sehr, sehr verachtet wird von der Fangemeinde. Natürlich, mit Recht. Weil er den Shark gejumpt hat und sehr absurd war. Also Shark-Jumpen ist ja dieses, wenn ein Film plötzlich von 0 auf 100 was komplett Absurdes macht, ja. Mhm. Aber der vierte Teil hat quasi eine neue Phrase etabliert und das war Nuke the Fridge, weil Harrison Ford überlebt einen Atomangriff, ein Atombombentestgebiet, überlebt er, indem er sich in einem Kühlschrank versteckt. Und der Kühlschrank fliegt halt auch irgendwie hunderte Meter hoch und landet dann, rollt 1000 Mal noch und dann kommt er halt raus. Uff, uff, uff. Perfekt gestylt wahrscheinlich noch genau. So. Und das ist halt Sinnbild für den vierten Film. Die ersten drei sind halt echt geliebt. Der vierte ist so, der existiert nicht. Und jetzt kommt der fünfte und die Hoffnung ist natürlich, dass der gut ist. Und wenn die Leute da 5 Minuten lang applaudieren, dann wird er zumindest nicht katastrophal sein. Das war ja auch bei Haus des Geldes so, ne? Die hatten ja auch 4 Staffeln und es wäre auch langweilig gewesen, 1 Staffel irgendwie immer das Gleiche zu zeigen. Deswegen sich entschieden haben, dann ab Staffel, oder waren es 5, weiß ich gar nicht, irgendeine Staffel dann so einen Krieg draus zu machen, ne? Dass es irgendwie ein bisschen, also dass der Stil ganz anders wurde. Was ich aber gut finde, weil ehe es sich immer wiederholt, lieber noch mal eine neue Ebene reinbringen. Und ich finde die Idee witzig, dass er einen Atomschlag irgendwie überlebt in einem Kühlschrank. Das macht es doch wenigstens spannend und lustig. Und nicht mal das Gleiche, dass er vor irgendwelchen Steinen wegläuft und so irgendwie ein Artefakt klauen muss. Und auch der Film ohne ihn funktioniert hätte. Ja. Ist ja wohl so im ersten Teil. Hab ich mal irgendwo gehört, dass wohl Indiana Jones selber aus dem Film hätte rausgeschrieben werden können. Es wäre das Gleiche passiert. Ja, aber er ist der Film. Ich habe noch nie gesehen, aber das mache ich vielleicht noch. Wo wir gerade von Harrison Ford sprechen, du hast jetzt hier mal Blade Runner 2077 nicht geguckt, ne? Nee, habe ich nicht geguckt. Ja, du sagst nämlich auch, Blade Runner ist so gut, du hast den Denis Villeneuve-Fortsetzung noch gar nicht gesehen mit Harrison Ford. Aber der ist ja nicht die Hauptrolle, ne? Das ist der andere. Mhm. Das ist der Ryan Gosling. Auch lustig. Ich will mal an. Trotzdem. Gut, das ist doch schön. Was nicht so schön ist, ist, dass in Alabama wohl TikTok verboten. Was, Alabama? Das ist doch schön. Was sagst du, dass das nicht schön ist? Nee, Montana, nicht Alabama. Montana wurde, da wurde TikTok verboten. Tatsächlich der erste Bundesstaat, der das gemacht hat. Aber NutzerInnen droht noch keine Strafe, wenn sie die App gerade auf dem Handy haben. Das heißt, man kann sie nur nicht runterladen wahrscheinlich. Genau. Also die Montana-Zuhörer jetzt schnell noch mal runterladen. Mhm. Oder VPN benutzen, wenn das funktioniert. Naja, da wird halt im Play Store einfach keine Möglichkeit sein, TikTok runterzuladen, also, was ja erstmal gesund ist. Ja, also so ein komplettes Verbot ist auch irgendwie Quatsch, finde ich. Man müsste, es ist ja schon auch so eine kleine Spy-Software.
Aber was nicht, ehrlich gesagt, ne? Ja, aber ja, also ja. Ja. Ist aber beides scheiße, aber wenn man vielleicht nicht ganz in Schwarz-Weiß denkt, kann man da schon noch eine graue Abstufung machen. Kann ich nicht. Und sagen, ich will nicht schon wieder jetzt hier irgendwelche negativen Sachen über China sagen. aber. Nein, TikTok ist super. Ich hab's auch gar nicht mal auf dem Handy, aber ich hatte vor, es mir auch zuzulegen, um da einzusteigen. Aber wenn die jetzt anfangen, das zu verbieten, dann lohnt es gar nicht mehr. Ja, das lohnt nicht. Dann nehme ich lieber die nächste Plattform, die jetzt kommen wird nach TikTok. Vielleicht macht wie, was war das? Oh fuck, diese Dating-App, die auch Livestreaming gemacht hat. Labu. Genau, vielleicht macht das Grindr jetzt demnächst. Und dann kannst du da vielleicht früh einsteigen. Oh, das wäre cool. Hm. Ja, also ja, vielleicht kann man irgendwie da sagen, vielleicht an der Quelle sagen, hier, macht mal, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Lass mich mit TikTok in Ruhe. Es ist ein Thema, was mich nicht wirklich betrifft, weil ich TikTok nicht habe und nicht nutze und so und nicht so spannend finde. Aber warum man sowas verbieten muss, weiß ich nicht. Naja, also es ist zum Beispiel, glaube ich, in ganz Amerika ist es schon verboten, dass du auf deinem Regierungshandy quasi darfst du kein TikTok haben. So. Ja, das ist bei vielen Was Dingen, ja irgendwo dann noch vernünftig ist, ja. Aber das ist irgendwie, das ist halt für mich der gleiche Vibe wie dieses, was ich vor 2 Wochen gesagt habe, dieses, wir machen jetzt laut, damit ihr eure Rede nicht halten könnt oder man die nicht versteht. Irgendwie ist das nicht der Ansatz, glaube ich. Ist was anderes, finde ich. Wenn irgendwo Faschos irgendwie ihre Menschenfeindlichkeiten Ich habe doch auch gesagt, dass das okay ist, aber dass das da halt dieser... Das gesagt, ähnlich. Ja, aber. Nee, aber dass dieses, wir machen jetzt laut, damit man es hört, dass das den Vibe hat von, wir haben Angst vor dem, was ihr sagen könntet, könnte Recht haben oder so, dass das einfach nur diesen Vibe für mich hat hier mit diesem TikTok-Verbot. Das sehe ich ein bisschen anders, aber es ist okay, darfst du gerne anders... Okay. Ich bin für Meinungsfreiheit, Robin. Okay. Also noch. Darf Höcke hier auch seine Reden halten? Nö. Nicht, wenn es menschenfeindlich wird. Ich warte gegenseitigen okay. Respekt. Okay. Das Gut. macht der Bernd nicht. Gegenseitiger Respekt, gegenseitige Themen. Da kommen wir doch gleich mal zu einem kleinen Thema, was ich habe. Es ist eine Reihe lustiger Videos. Wollte ich auch mal. Müssen wir hier ein bisschen mehr machen, ja? Ja. Es gibt hier zum Beispiel ein Video von einem, ich kann das nicht rüberbringen, von einem rassistischen Pärchen. Oh, süß, fängt gut an. Das fährt so mit dem Auto und guckt halt rüber in das andere Auto, das filmt, ja. Hm. Und es wird halt ein Racial Slur gegen Dunkelhäutige mehrfach in das gegenüberliegende Auto reingebrüllt. Und halt, also ich muss sagen, es hat gewissen Entertainment-Faktor, weil da ist so viel Hass und Frust in diesem Ausruf, dass es für mich lustig ist. Ja? Aber ich kann das jetzt hier leider nicht nachmachen, aufgrund von Gründen. Das ist nett, dass du das nicht nochmal reproduzierst. Er sagt, lass uns vorstellen, er sagt Dummer. Ja? Dummer! Es ist halt wirklich diese Energie. Und dann fährt er aber es ist auf der Autobahn, er fährt so in die Seitenwand rein, während er so ganz sauer, hey, du Dummer! Und dann fährt er in die Seitenwand rein. Und es ist großartig. Es ist wirklich. Das andere Auto dann so auch mit Filmen und sagen, haha, weiterfahren einfach. Das fände ich witzig. Ja, die fahren ja auch weiter. Aber die sagen dann nichts. Kannst du mir das weiterschicken, weiterleiten? Das würde ich gerne sehen. Das ist doch mein Content. Du willst nur das hören, was er schreit. Nee, das kann ich mir schon denken, was er sagt. Wahrscheinlich Hubelschlunze. Das ist ja immer mein Lieblingstake von, ich glaube, Louis C.K. gewesen. War es Louis C.K.? Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Doch, ja, es ist Louis C.K. Nee, das ist, Louis C.K. sagt, wenn du sagst das N-Wort, zwingst du den anderen in seinem Kopf das richtige Wort zu sagen. Und ehrlich gesagt nicht. Ja. Also bei mir ist es nicht so. Wofür steht denn das N-Wort? Das kann ich nicht sagen. Wenn du so fragst, natürlich. So, also jetzt hat jeder Zuhörer, jede Zuhörerin hat jetzt kollektiv einmal dieses schlimme Wort im Kopf Aber gesagt. Denken ist ja okay, besser als auszusprechen. Vor allem vor Leuten. Aha, okay, wenn ich jetzt jemanden Dunklen sehe und denke das im Kopf die ganze Zeit, das ist okay. Das ist eine, weil alle Menschen sind ja irgendwo rassistisch in ihrem Kopf. Das kann man erstmal nicht... Wie jetzt? Was jetzt? Alle? Ja. Sprich für dich. Ja, alle. Nee. Doch alle Menschen, sobald man eine Person sieht, die halt irgendwie schwarz ist, die schwul ist, irgendwie was, bist du erstmal ganz kurz... Was ist jetzt schwul für eine Rasse? Die Regenbogenrasse. Nee, aber ich sag nur, prinzipiell hat man doch immer Vorurteile von Menschen im Kopf, aber der Trick ist es ja, sich nicht von denen leiten zu lassen. Aber jeder ist irgendwie im Kopf rassistisch oder homophob, zu einem gewissen Punkt. Naja, der Autofahrer hat sich leiten lassen von der Leitplanke. Von der Leitplanke, ja.
ist von der Wand gefahren, nicht nur mit seinen Ansichten. Hm. Ja, und das andere Video, das finde ich eigentlich noch geiler, da gab es zwei große Familien in Disneyland und da gibt es so, warte mal, wie hieß dieses Gebäude? Disney Garden. Einfach so ein, da ist so ein großer Garten und da ist so ein Schloss im Hintergrund, wahrscheinlich ist das das Disney-Schloss, ich kenne mich da nicht aus. Und da ist so eine 100, wahrscheinlich ist gerade 100 Jahre Disney oder irgendwas. Oder kann war sein. Oder die 100 steht da schon, aber egal. Ist halt so ein Gebäude, ja. Und da durfte man sich drauf fotografieren davor. Und diese zwei Großfamilien haben sich gestritten, wer zuerst darf. Und dann fangen diese Familien an, sich drauf zu prügeln. Und es ist einfach, das sind irgendwie so 10, 12 Leute, die sich einfach prügeln. Oh, das möchte ich. Wer ein Foto machen darf zuerst. Das ist echt absurd. Sehr, sehr geil. Und auch das ging sehr viral diese Woche. Sehr, sehr schön. Ich schick's euch einfach mal beiden weiter und da könnt ihr euch richtig schön prügelnde Familien angucken. Also wieder sehr viel Streit und Hass, aber lustig. Ja, das wurde zum Beispiel gepostet bei /Facepalm auf Reddit. Das ist ein Subreddit, wo es darum geht, dass Leute etwas Dummes machen, bei dem man sich die Stirn schlägt. Es gab es auch bei diesem einen Querdenker, der irgendwie so auf einen Bullen abgeführt worden ist und so, die nehme ich von meinem kleinen Jungen weg, ich weiß nicht, wo mein Junge ist. Ja. Da läuft er so neben ihm, Papa, ich bin hier. Ja. Ach, also ja. Ich erinnere mich. Großartig. Das sind so Videos, die machen mein Leben irgendwie schön. Ja. Lustig. Woran wir uns vielleicht auch alle erinnern, ich bin mir gar nicht sicher, wie viele Themen wir nicht von ihm schon hatten, waren ein gewisser Rudy Giuliani. Du kennst ihn als... Du vergisst es immer wieder und dann... Ah ja, war das nicht der, wo er dem hier die Farbe runtergelaufen ist? Ach, der ist das. Der Anwalt... Wo die Farbe runtergelaufen ist, ne? Genau. Der Anwalt von Donald Trump, der aber damals sehr, sehr beliebt war. Der war gerade der Bürgermeister von New York, als die Anschläge waren. Und ich kann dann, mir halt so fast schon Namen nicht merken. Es ist wie mit Alfons Hitler. Das vergesse ich immer wieder, wie er eigentlich heißt. Das stimmt. Der hat aber auch Connections zur Mafia gehabt und so. Also es ist alles... Der war damals so... America's Mayor, ja, alle haben ihn geliebt und jetzt kommt immer mehr raus, haben wir über Borat gesprochen, bestimmt, über Borat 2. Borat, ja. Da hatte der ja auch diese eine Szene, wo Borat seine angeblich minderjährige Tochter da reinschleust und sie da so an ihm rummacht und er sich schon irgendwie in der Hose rumspielt und dann kommt Borat aber schnell rein und sagt, oh no, she's too old for you. Und sehr, sehr witzig und genau das scheint in echt auch sehr viel passiert zu sein. Da ist nämlich ein großer Lawsuit am passieren um Rudy Giuliani und da, also da, wenn du da mal reinliest, was da gibt es so ein wirklich, ne, so ein Ding. Ja, ich habe mir so ein paar Zusammenfassungen angeguckt. Müssen Anwälte auch mal Lawsuits tragen im Gerichtssaal? Ja, ist wichtig. Außer du bist, ich weiß gar nicht, wie heißt dieser geile Politiker, der immer keinen Anzug trägt. Oh fuck, müsste man eigentlich auch mal gucken. Fetterman. Ach so. Fetterman, da gab es auch so ein geiles Foto diese Woche. So vier Leute im Anzug, ja. Und er dann halt in seinem typischen Jogginganzug. Finde ich geil. Ja, wie Zelensky, ist ja auch noch so einer, der immer in dieser Kriegsmontur da rumsteht. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, also es gibt einen ganz großen Lawsuit, es gibt auch ganz viele Aufnahmen, die sind noch nicht veröffentlicht, aber quasi die Transkripte davon gibt es jetzt schon. Unter anderem, also das ist irgendwie ganz absurd, also der hatte eine Art Sekretärin engagiert, der hat er bis heute nur, innerhalb von 1-2 Jahren ist das passiert, hat er bis heute nur $12.000 ausgezahlt, aber es gab das Versprechen, dass sie 1 Million kriegt. Und für diese 1 Million hat sie meiner Meinung nach Dinge getan, die diese 1 Million nicht wert sind. Die war quasi so ein fast Sexsklave für ihn. Und mit das Absurdeste, was ich gelesen habe, ist, dass er immer wollte, dass sie ihm einen Blowjob gibt, wenn er gerade mit Trump telefoniert. Und er hat gesagt... Das ist 1 Million wert. It makes me feel like Bill Clinton. Weil der ja damals diesen Skandal hatte, dass er seine Frau betrogen hat mit irgendeiner Sekretärin oder so. Und darüber hinaus gab es ja auch ein Impeachment, deswegen egal. Und noch viel mehr, ja. Aber das war so, also das ist irgendwie so, es gibt ja auch dieses ganz alte Video, wo Rudy Giuliani sich als Frau verkleidet, irgendwie so Art Drag Queen, ja. Und dann mit Trump rumknutscht. Das sind irgendwie ganz komische Vibes und weißt du, das sind echte Videos? Das sind echte Videos, ja. Sheesh. Ja. Also das war ein Sketch, das war jetzt nichts, was geleakt ist oder so. Ach so, okay. Das war schon so, haha, Comedy, aber ich weiß nicht, vielleicht haben die doch irgendwie, mögen die sich doch mehr als... Das wäre doch süß irgendwie, oder? Wenn sich die beiden Opas da irgendwie gegenseitig anrubbeln manchmal. Ja. Im
Oral Office, im oralen Office. Wäre oral, doch ganz witzig. Oral Office, doch, finde ich gut. Ist ein witziger Gag. Dankeschön. Musste ich jetzt mal loben an der Stelle. Nee, also kann man sich reinlesen, will ich jetzt auch nicht zu lang machen. Ist schon abgefuckt so. Also für eine Million, die ja nicht bekommen hat. Deswegen gibt es quasi jetzt diesen Lawsuit. Das hat sie doch verdient, die Millionen. Ich finde das also auch schlimm für die Frau, dass sie dann vor Gericht irgendwie zugeben muss, dass sie halt ihm einen gelutscht hat, während er mit Trump telefoniert hat. Ist ja auch unangenehm, sie dazu zu zwingen. Einfach bezahlen. Der ist doch steinreich, der alte Opa. Er kann sich, hat alles in Haarlack und so ausgegeben und Haarfarbe. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Aber ich glaube, es gibt echt wenig Personen, die so krass geschiftet sind. Also so wie Bill Cosby. Heißt der Bill Cosby? Heißt der Bill? Klingt Bill Cosby, irgendwie falsch. Ja, der schwarze Comedian. Ja. Sein bester Gag war das mit dem Chloroform. der ist auf jeden Fall, und wie gesagt, Rudy Giuliani, würde ich sagen, ist Platz 2 von Leuten, die halt wirklich übelst geliebt waren und dann alle hassen ihn. Abgerutscht sind. Ja, Hitler war Platz 3 übrigens. Ne? Ach so, ja. Ja. Ein knappes Rennen. Knappes Rennen gab es auch in Bremen zur Bürgerschaftswahl. Nämlich, weil die war jetzt am Sonntag. Aber ist das jetzt immer noch das Ding? Nee, waren ja erst quasi Vorrechnungen, jetzt gab es richtige Wahl und die vorläufigen Ergebnisse haben sich bestätigt quasi mit den, wie heißt das, mit den Hochrechnungen quasi. Alle haben verloren, außer SPD und Bürger in Wut. Und die SPD ist aber trotzdem stärkste Kraft geworden mit 29,8%, also 30% fast für die SPD. Werden wir weiterhin regieren, davon kann man ausgehen. Und Bürger in Wut haben 7% zugelegt, insgesamt 9,4%, weil die AfD nicht mitmachen durfte. Die hatten ja 2 Listen eingereicht und dachten, ach komm, gucken, was passiert, mal 2 Listen einreichen. Aber das geht halt nicht. Also man kann halt eine Liste einreichen, weil die halt, sind halt als erstritten gewesen, die beiden Fraktionen der AfD. Und so haben die Bürger in Wut gewonnen und konnten die FDP einholen und auch fast die Linke quasi ankratzen. Also werden jetzt wütende Bürger im Gemeinderat sitzen, oder wie das dort heißt, in Bremen. Ankratzen besser als abkratzen. Kommt auf die Leute drauf an. Ja, also cool. Bürger in Wut ist nach wie vor irgendwie ein ganz, ganz komischer Name. Das ist, finde ich, zeigt schon viel Kompetenz aus, ne, dass man wütende Menschen wählt. Ja. Aber, oder ist es so eine Gagpartei, die schon immer so verschränkt irgendwie so da bockig, sitzen und sagen, nein. Nein. Deren Parteiprogramm einfach nein. Ja, du schlägst da auf, es steht einfach ein großes Nein da. Der ist ein wütender Smiley. Der hat wohl auch nicht viele Themen. Der hat echt nur so wie Asylpolitik und so und mehr Überwachung und so ein Zeug, was Faschos halt so gerne mögen. Also eine wenig Themenpartei. Ich weiß nicht, wie er zu sehr auf Amerika war. Ich werde das nie verstehen, dieses... Ich weiß nicht, wie sehr die AfD das sich auf die Fahne schreibt, aber dieses Freiheitsding, ja, von wegen... auch dieses, ja, ihr macht die Sprache kaputt und so und, ne, alles muss erlaubt sein und bla, aber auf der anderen Seite gibt es halt 1000 Verbote, also wie dieses Konstrukt nicht in sich zusammenfällt, das verstehe ich nicht. Wie kann es sein, dass in Amerika die Republikaner andauernd sagen, der Staat soll möglichst wenig eingreifen, wir wollen Freiheit, ne, wir wollen alles, soll ganz frei sein und dann kommt aber nur, Drag-Queen-Shows sollen verboten werden, Bücherverbrennung, ja, nur sowas. Also, du darfst nicht gay sagen in der Schule. Ja, also das ist ganz absurd, gab es auch wieder irgendeinen Fall von einer Lehrerin, die einen Disney-Film gezeigt hat oder so und die jetzt irgendwie unter Beobachtung steht, das ist alles ganz absurd, was gerade auch in Florida und so abgeht. Es gab auch eine Lehrerin, die hat einfach dieses Michelangelo-Denkmal gezeigt, diese Statue, wo er halt nackt war und ist deswegen wegen Pornografie irgendwie angezeigt worden und darf auch nicht mehr. Also das sind Sachen, und das machen die echt raffiniert, die tun so, als wären die neuen Freiheitskämpfer, die Rechten, wollen aber eigentlich nur ihre Freiheit durchkämpfen, so dass halt ihre Meinung... Aber ich check das nicht, wie das quasi durchgeht, wie Leute wirklich, dass denen nicht auffällt, dass alles, was sie machen, entgegengesetzt von... Ja, also Small Government heißt da halt nur in Form von, du kriegst kein Geld vom Government. Doch, das kann man gut verkaufen, indem sie behaupten, dass Drag Queens, wenn die vor Kindern auftreten, ist es... ist es keine Freiheit, weil ja die Kindern das aufgezwungen wird. Weißt du, du kannst immer mit Aufzwang immer erklären, dass es Freiheit wäre. Die armen Kinder. Auch die... Es werden halt Drag Queen Shows auch verboten, wo keine Kinder anwesend sind. Also natürlich, warum verbietest alles du erwachsenen Menschen, was sie, also wie sie sich anziehen sollen? Das ist ja bei der AfD das Gleiche. Das ist alles, die tun immer so Freiheitskämpfer, aber sind sie eigentlich überhaupt nicht. Und aber die kommen damit durch. Und die dummen Leute glauben das. Warum auch immer. Ganz wichtig, ja, ihr seid jetzt hier gerade da und ihr seid ja, also, ne, du hast deine Meinung dazu schon abgegeben. Es gab Wahl in der Türkei. Ah, ja. Und wir kennen ja alle diesen
Präsidenten von der Türkei. Diesen Reykjavik, Teykjavik Erdogan. Ja. Okay. Findest du es witzig? War das ein Gag gerade? Das ist für mich so witzig. Was Reykjavik? Der heißt. Der ging bis hoch zum Gremium. Ich habe das Humorgremium. Pass auf. Der heißt, Scheiß, aber ich weiß nicht. Naja, der heißt halt Recep Tayyip Erdogan, ja, oder genau. So. Und ich kann mir das nie merken. Und ich finde auch Recep ist so ein ganz komischer Name. Und deswegen Reykjavik, Teykjavik Erdogan. Ach so, na gut. Ich dachte, dass wir wegen hier Utoya-Attentäter hier. Nee, Reykjavik ist halt auch nur so quasi so 2% Rassismus, weil das ist so ein türkisches Wort, aber es ist halt, hat halt mit der Türkei gar nichts zu tun. Ach, aber so. Reykjavik, das klingt halt so ein bisschen, als wäre das so ein türkisches Wort. Das ist einfach nur dumm. Aber ja. Das, also tut mir leid, das ist für mich witzig. Nochmal ganz kurz, ich weiß, du hast es auch nicht so gefühlt, Marlene, ja? Aber stell dir das Szenario vor, so Markus Lanz, ja, moderiert, ja, Pro und Contra irgendwie, und dann steht er auf der Bühne und sagt so, was halten Sie denn vom Präsidenten Reykjavik, Teykjavik, und weil er nicht drauf kommt. Ja, ja, schon. Das ist einfach witzig. Aber könnte auch Pimmel sagen im Augenblick, ist ja schon witzig. Nein, es muss ja irgendwie. Recep und Reykjavik ist ja fast das Gleiche. Ja, ja, 1-1. Leute, halt schreibt mir mal in die Kommentare, wie witzig dieser Gag ist. Es ist ja, man darf es nicht als Gag an sich verstehen. Darf keine Witze mehr machen hier im Podcast. Ich meine, jeder lacht über Benedikt Schumberbatsch und Quumble Quatsch Abercrombie und na, siehst du, da lachst du halt. Und das ist genau das Gleiche. Penguins. Penguin. War das nicht Cumberbatch auch, der Penguin? Ja. Penguin. Fand ich witzig. Penguin, Quing. Naja, es war auf jeden Fall Wahl, aber die ist immer noch nicht vorbei. Die geht jetzt in Stichwahl. Es gibt noch eine Stichwahl. Die müssen quasi jetzt beide mit so Dolchen ja. quasi gewählt werden. Das wäre doch mal was. Quasi musst du statt abzustimmen einfach mal einfach in den Körper reinstechen, in den Torsos. Das ist so eine Stichwahl. Aber Rezept tajept alleine und dann die ganze Koalition da, die alle zusammen. Mhm. Also der eine Kandidat hat ja von allen, von rechts und der links. Hat, der andere hat halt auch so einen Namen, der heißt irgendwie Kili Dockstand genommen. Es tut mir leid, das ist jetzt bestimmt auch wieder rassistisch. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber jedenfalls Erdogan und der andere, die sind wohl sehr knapp zusammen und die Stichwahl kann wohl entscheiden, dass Erdogan nach, weiß nicht, 24 Jahren nur so abgewählt wird. Wäre schon krass. Kilikdaroglu. Ja, das sind für uns schwere Namen. Aber für die ist ja auch Annegret Kramp-Karrenbauer vielleicht ein schwerer Name. Oder Annemarie Kantereit. Naja, gut. Ich drücke mal die Daumen, dass Reykjavik Teykjavik verliert. Das stimmt. Ja. Aber ganz viele in Deutschland lebende Türken und Türkinnen, wer heißt das bei Frauen? Türkinnen? Ja. Die wählen auch Erdogan, obwohl die halt von seiner Diktatur überhaupt nichts haben, weißt du? Die leben hier in Freiheit, aber wählen für ihre Landsleute da diesen Faschisten. Das finde ich immer einigermaßen seltsam. Freie Vögel wählen den Käfig. Ich habe gehört, dass viele dann verloren gehen von den Stimmenzetteln und dass sie dann einfach Erdogan-Stimmenzettel da rein. Das kann auch sein, ja. Oder wie Hallervorden sagte, Erdogan. Erdogan. Ja, kennt ihr, habt ihr das noch mitbekommen damals? Das Erdogan, Erdogan, zeig mich bitte auch mal an. Richtig, richtig lächerlich. Nein. Hallervorden ist auch abgerutscht, wie ich finde. Ach so, du fandest das gar nicht gut. Nee, fand ich einfach. Okay. Es war Fremdscham. Fremdscham ist außerdem, was passiert bei. Elon Musk Interview, gab's ein kleines Interview, will ich auch nicht zu lang machen, aber der hat halt diese Woche sich wieder mit Rum bekleckert, indem er mit Rum? Noch hat er wieder gesoffen, ja. Mit Rum, ja, indem er sich noch weiter in rechte Verschwörungstheorien reinlehnt, wo auch Rein Höcke und Ken Jebsen sich gerne in diesem Fahrwasser begeben, nämlich das Haten gegen einen gewissen George Soros, der so ein ja, Philanthrop ist halt immer so ein räudiges Wort, aber der hat halt schon so eine große, so eine Stiftung und hat viel Geld in humanitäre Projekte gesteckt. Ist doch so nett. Und der ist aber eigentlich seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, ist ja schon so ein beliebtes Ziel, ist halt ein Jude, ne, und George Soros. Und er hat den mit Magneto verglichen und Tino weiß natürlich, wer Magneto ist. Der Bösewicht von Sonic. Nicht ganz. Oder? Scheiße. Aber er ist Bösewicht. Ja. Aber mit welcher Überzeugung du das gesagt hast. Gibt es nicht auch so einen Dr. Magneto oder nee, so? Nee, das ist Dr. Eggman. Was? Wie heißt Eggman. Echt? Ja, so nah dran. Komm. Heißt der echt Eggman? Bei Sonic? Hat der nicht noch einen anderen Namen? Oder? Komm, ich warte, ich warte. Das.
Jim Carrey hat den doch gespielt. Der heißt doch nicht Eggman als Jim Carrey. Der heißt Dr. Robotnik. Ist das der? Cook, ein Snatcher, nee, Robotnik, Dr. Robotnik und Magneto. Ist Eggman bei Mega Man vielleicht? Dr. Eggman. Okay, hat er noch einen anderen? Eiermann. Da? Auch bekannt als Dr. Robotnik. Ah ja. Ich kenne ihn als Dr. Eggman. Okay, gut. Ich kenne Magnetilo oder Magneton bei Pokémon. Na gut, wir hatten beide recht, Uli. Na gut, schön. Wir uns da drauf. Wo ist denn der jetzt her, Magneto? Von den X-Men. Ach so. Scheiße. Dr. X-Men. Ja. Den kennst du vielleicht auch, der hat so einen Helm auf und kann Metall kontrollieren. Hat John Cena den gespielt? Nein, hat John Cena überhaupt einen X-Men mal gespielt? Nee, irgendwas hat er auch gespielt. Nee, das war Suicide Squad, glaube ich. Ach, du meinst, das ist viel neuer, du weißt. Auch mit dem Helm auf. Ja, ja, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Irgendwie es ist Superhelden King Justice oder irgendwas. Ja, genau. Nee, der heißt so auf jeden Fall nicht, aber ich weiß, wen du meinst. Der kam halt bei Suicide Squad von James Gunn, kam das erste Mal vor. Egal. Das Wichtigste an Mr. Magneto, Dr. Eggman, ist, dass der halt auch ein Jude ist und dass der im Holocaust seine Mutter verloren hat. Ich hoffe, ich butschere die Hintergrundgeschichte nicht so. Und hat unter anderem deswegen halt einen übelsten Hass entwickelt und ist halt so einer, der die menschliche Rasse ausrotten möchte und nur die Mutanten überleben lassen möchte. So. Der Mutantokaust. George Soros mit dem zu vergleichen, ist dann halt ein bisschen schwierig. Hm. So. Und dann gab es ein Interview, ich mach's gerade schon wieder viel zu lang, aber es war auch witzig, gab es ein Interview und da wurde er gefragt, warum er das halt sagt oder warum er überhaupt das Verlangen hat, das zu sagen. Oh, interessant, das hätte ich nicht gedacht, dass du das hier mit drin hast. Oh ja, ja. Cockblock. Dass er das, also selbst wenn das seine Meinung ist, hat er darunter nochmal klar gemacht, George Soros, der ist ein Menschenfeind oder sowas, ja. Und wie gesagt, das ist eine ganz beliebte, kann man sich gerne mal reinlesen, ganz beliebte Verschwörungstheorie immer. Am Ende steht ja immer der böse Jude und der ist halt gerade so ein, der ist halt 92, der tut keinem mehr was, ja. Der sitzt in seinem Schaukelstuhl wahrscheinlich und macht. Aber er hat viel Macht, der könnte immer noch Böses tun. Ja, aber wie gesagt, gibt halt eher Geld für gute Projekte und ja, vielleicht mit Israel kann man gucken oder so, was weiß ich, bin ich jetzt auch nicht deep genug drin. Wie dem auch sei, er hat halt so gesagt, ja, aber ich sag halt meine Meinung, egal ob die Firma drunter leidet, das ist halt irgendwie vielleicht interessant für die Shareholder, ja, die irgendwie sagen, ja, reite mal die Firma in den Ruin, ist uns egal, wir haben halt Anteile, die dann, ja, das ist mir persönlich ja auch egal. Aber ja, das war halt so ein bisschen absurd, dann hat er eine Frage gestellt bekommen, warum er das halt macht und dann 10, 12 Sekunden guckt er einfach nur in der Gegend rum, sagt gar nichts. Auch ein bisschen seltsam gewesen. Hm. Aber ich meine, okay, wenn man überlegt, bevor man antwortet, ist vielleicht auch gar nicht das Schlechteste. War auf jeden Fall ein bisschen seltsam. So. Manche müssen halt ein bisschen mehr überlegen. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gab so einen richtig guten Artikel von Volksverpetzer. Und da geht es halt darum, wie Elon Musk sich radikalisiert hat. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit gehen würde, aber naja, schon. Also Twitter ist ja schon so ein bisschen mehr in diese Richtung abgedriftet und wenn du in deiner Echo-Chamber jeden Tag immer das Gleiche, weißt du, dann kann das schon passieren. Aber egal, wir wollen es nicht zu lang machen. Ich finde dieses Thema da spannend, was du hast. Gerne. Lass das mal noch machen. iDubbbz war einer meiner, nicht ersten, aber lange Zeit meiner Lieblings-YouTuber. Auch wenn er sehr kontrovers war, aber ich mochte dieses Content-Cop-mäßige, dass halt irgendwie so Leute irgendwie hops genommen hat, die ja nicht cool waren. Das überrascht mich jetzt gerade, weil was hältst du denn vom Tanner Morgu Content-Cop, wo es auch um dieses wundervolle... Ich habe nicht alles gesehen. Ich habe ihn auch dann nicht mehr verfolgt jetzt die letzten Jahre. Wir hatten vorhin dieses Szenario mit dem Auto, wo Dinge gesagt wurden raus. Mhm. Der hat... Also, das ist ja viel zu komplex, um das jetzt aufzumachen. Ja, doch, das N-Wort getroppt, oder? Ja, also da gab es halt die eine, die eigentlich auch das mal gesagt hat und dann plötzlich gesagt hat, oh, ich bin, Rassisten sind blöd und so, und hat halt so eine 180-Grad-Wende gemacht. Ich hoffe, ich krieg's jetzt noch richtig hin. Und er ist dann auf ihr Fan-Treffen gegangen, sie ist halt so eine Art Katja Krasewitze und so. Mhm. Und hat sie dann so in den Arm genommen für ein Foto, aber es war eigentlich ein Video. Dann und er sagt dann, say racial slur. So. Ja, und er hat halt in dem Video gesagt, also er steht da heutzutage nicht mehr ganz zu, aber ich finde schon, da ist noch ein Punkt drin. Er sagt, entweder ist alles okay oder nichts okay. Und da so eine krasse Unterscheidung zu machen zwischen, es gibt ja 1000 Wörter für Asiaten oder auch für Weiße und so, ja. Und das da so zu unterscheiden, findet er halt blöd. Entweder ist alles scheiße oder... alles ist okay zu sagen. Mhm. Und was halt für mich der wichtigste Punkt ist, dass es auf den Kontext ankommt. Wenn man das halt, ne,
einfach nur sagt oder zitiert, ist es halt was anderes, als wenn man das wie diese Affen im Auto zu den Leuten sagt. Ja, ja, auf eine Weise, das verstehe ich auch. Ja. Aber er sagt, wie du jetzt richtig gemeint hast, nee, das hast du noch, gar nicht gesagt. Was hat er denn jetzt eigentlich gesagt, Tino? Ich hab's nur gedacht. Ja. Er hat den Content-Cop an sich selbst quasi jetzt durchgeführt, ja. Nämlich hat er sein vergangenes Ich kritisch beleuchtet und sagt, ja, ich stehe nicht mehr in dem, was ich früher so gemacht habe, zum großen Teil. Ich habe irgendwie sehr ignorante Dinge gemacht und habe auf Leute rumgetreten, Wörter gebraucht, die nicht okay sind und stehe da nicht mehr dahinter. Habe eine Entwicklung gemacht und das finde ich richtig gut, weil ich dachte auch so, ich bin auch mit der Zeit so ein bisschen erst gereift, denn diese woke Bubble, die man mir jetzt gerne mal vorwirft. Gereift oder verschimmelt? Ich sag gereift. Und ich habe ihn halt nicht mehr verfolgt die letzten Jahre, ne? Auch weil es mich nicht mehr so gejuckt hat und ich auch die ganzen YouTuber, die ich kannte, die hops genommen hat. Und jetzt hat er halt das Statement gemacht, sorry, ich muss eine kurze Entschuldigung machen, ich habe viele Scheiße gemacht. Und es gibt halt zwei Stimmen. Die einen sagen halt, ich glaube sie nicht ab, er war halt auch schon 26, als er diese Videos gemacht hat. Und jetzt, wo er halt merkt, dass halt das YouTube woker geworden ist, irgendwie anders geworden ist, ja, halt macht er halt, dreht er sich jetzt auch wieder nach dem Wind, ne, und sagt irgendwie, ist nicht mehr in Ordnung. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er sich nach dem Wind dreht, weil wenn er jetzt einen neuen Content-Cop machen würde, würde das viel mehr Klicks kriegen als dieses Video. Ich denke auch. Also das glaube ich nicht. Ich finde auch, bin da nicht ganz seiner Meinung, weil ein paar Leute, klar muss man die jetzt irgendwie nicht dissen oder so, aber das zu zeigen, was sie für Scheiße bauen, das muss man machen als Korrektiv oder so. Mhm. Wenn hier in Deutschland auch irgendwie ein Leon Mascher Scheiße baut und Mimi das aufzeigt, finde ich das völlig fein. Wenn Mimi natürlich sagt, hier, geht da mal alle hin und schickt den Milzbrandbrief oder so, ja, das ist nicht in Ordnung. Aber das hat er so auch nicht gemacht. Also ich gehe da nicht ganz mit. Ich finde das schon okay, dass es diese Videos gab. Ich habe jetzt nicht alle 100% präsent. Kann sein, dass da halt Sachen drin waren, wo... Mhm. Also klar, auch in dem Tanner Morgu Video sagt er halt so, Tanner, you're stupid oder you're dumb. Ja. Mhm. Aber das ist, finde ich, halt nicht jetzt so schlimm. Ja, und ich nehme es ihm auch eher ab, weil er wirkt auch in dem Video sehr aufrichtig. Und ich habe auch mitbekommen, dass er eine Freundin gerade oder eine Partnerin hat, die OnlyFans ja, da gab es auch so ein großes Ding. Da gab es auch Kontroversen, irgendwie wäre kein richtiger Mann, weil er ja seiner Frau das erlaubt und so. Wo er meint, ey, es ist ihr Körper, es ist ihr Ding, ja. Und ich supporte das voll. Wo ich auch schon dachte, cool, er scheint echt auch gewachsen zu sein und würde ich halt genauso sehen, wenn mein Partner, meine Partnerin OnlyFans machen würde. Und ich muss sagen, es ist eine gute Sache und ich nehme sie ihm auch ab tatsächlich. Und schau mir nochmal jetzt, ich werde ihn nochmal jetzt wieder abonnieren. Ich habe ihn, glaube ich, mal deabonniert und mal reingucken, was er jetzt gerade so macht für Geschichten. Hm. Ja, also wie gesagt, ich gehe nicht ganz mit. Ich finde das nicht so schlimm. Also ich glaube ihm das auch, aber ich glaube, er ist da ein bisschen einen Schritt zu sehr sensibel geworden. Ist ja vielleicht gerade Vater geworden oder so und ist da jetzt irgendwie... Also auch so wirkt es für mich, als wäre er jetzt durch einen Schlag so besonders empfindlich, weil klar ist es schwierig, aber das ist jetzt nicht so ein krasser Skandal, wie er es darstellt, glaube ich. Außer ich habe die Videos gerade nicht so präsent und die waren doch irgendwie schlimmer. Ich glaube auch, dass viele Leute haben das gar nicht unbedingt nur gefeiert, weil halt Leute gedisst wurden, sondern weil halt auch witzige Sketche und Ideen, das war halt echt kreativ gemacht. So. Sehr absurd auch. Ja. Ja, keine Ahnung, mal gucken, was daher noch so kommt. Jedenfalls fand ich das sehr gut. Ich habe es noch nicht ganz gesehen, auch nur so die ersten, weiß ich nicht, 10 Minuten. Du hast es noch nicht mal ganz gesehen, toll, Tino. Ich habe es erst heute Morgen beim Frühstück gesehen, habe dann angefangen reinzugucken, musste dann aber auch los. Aber ich werde es auch noch nachschauen und kann es jedem nur empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann, ist, dass man eine Reinigungskraft mitten in den OP nimmt, damit sie bei der OP assistiert. Witzig. Um einen harten Bruch zu machen. Und das ist passiert in der Uniklinik Mainz. Denn ein Chirurg dachte, er kriegt die OP allein hin, ohne Assistenz und ohne Schwestern und Pfleger. Hat aber gemerkt, dass der Patient unruhig wurde und so, hat dann doch gemeint, ich brauche doch jetzt irgendwie jemanden. Und da war eben gerade die Putzfrau da. Und der hat dann den OP reingenommen, damit sie halt das Bein hochhält. Das war eine 10 ja, OP? Okay. Damit sie den Fuß halt irgendwie, das Bein hält. Aber wenn es nur das ist, finde ich es nicht schlimm. Jetzt gibt es eben Konsequenzen. Es war auch nur eine Teilnarkose. Und das Ding ist, ich dachte auch erst, die OP ist gut verlaufen, dem Patienten geht's gut, aber sie ist halt keine Fachkraft und es stellen viele gerade die Frage, war sie denn überhaupt richtig desinfiziert, war sie richtig gereinigt, Hände gewaschen und sie hat ja auch die Instrumente angefasst. Die hat den ganzen Tag Putzmittel in der Hand, die ist lupenrein.
Kann schon sein, aber sie hat auch die Instrumente angefasst, überreicht so, und das war schon eine sehr doofe Situation, und jetzt hat auch der Arzt seinen Job verloren und muss auch jetzt vor Gericht gehen, also es ist nicht ganz okay. Ich fand diese Nachricht einfach total bemerkenswert und witzig. Mhm. Ist witzig. Stell dir mal vor, du machst eine OP und dann siehst du noch in den letzten Zügen, bevor du einschläfst, so, hol mal die Putzfrau rein, soll mir assistieren. So, scheiße. Kommt mit dem Wischmopp, steht dann an die Seite, okay, Arme hochkrempeln, los geht's. Ja, und dann schläfst du ein. Das ist schon gruselig so. Ja. Es gab ja auch schon Fälle, wo irgendwie was vergessen wurde oder wo irgendein Arzt seine Initialen in die Leber reingebrannt hat. So. Ja, genau, stimmt. Also man ist ja komplett hilflos. Ja. Und dann kriegst du das gar nicht mit, was sie da machen. Oder die vergessen ihre Uhren drin, Schmuck und so. Aber ich dachte, wie macht man das? Den kann deine Uhren in Facetten vergessen. Ich leg das hier mal kurz ab. Du nimmst doch keine Uhr mitten in den OP, oder? Ich meine, du musst ja alles desinfizieren, du machst doch eigentlich dann deine Arme frei, dachte ich immer. Also ich hatte vor kurzem ja eine OP und ich habe auch ein wenig die Augenbrauen nach oben gehoben, als in der Operation plötzlich das Fenster geöffnet wurde und draußen halt auch Baustelle war und so. Und ich habe jetzt bestimmt hier Bauschutt drin. Das finde ich aber auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ja, also das Internet hat gesagt, bei kleinen OPs ist das nicht so schlimm. Kann man schon mal machen. Da kann man den Tod des Patienten. Dreck reinigt den Magen. Da kann man den Tod des Patienten schon auch mal irgendwie in Kauf nehmen. Ja. Bei kleinen OPs. Gut. Das war bei einer Ambulante, oder? War es ja bei Bewusstsein? Das war bestimmt. Ambulant, ja. Genau. Das kann schon sein. Kleopatra ist auch so der neue Aufreger. Netflix, Kleopatra. Stimmt, die das Frau von Will Smith, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Blackwashing, Jada Pinkett Smith. Hat ihn directed, also hat Regie geführt und hat Kleopatra als eine schwarze Frau dargestellt, was Kleopatra niemals war. Und jetzt gab es halt, aufgrund dessen habe ich das Gefühl, ist halt die Bewertung so schlecht gewesen. Vielleicht war der Film sonst ganz okay, aber ich finde es aufgrund einfach der Schauspielerin, das irgendwie so abzufacken, schwierig. Nee, das ist, also das Ding ist, dass das hat ganz viele Aspekte. Es ist erstens scheiße, zweitens ist es, soll es dokumentarisch sein, drittens gab es irgendwie so eine Aussage von wegen, oh, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber es war irgendwie schon so. Also es ist nicht nur dieses müsst jetzt Leute schwarz machen Ding, sondern da ist schon mehr dahinter. Es ist nicht, das ist so das Ding. Es ist nicht wie bei die kleine Meerjungfrau, wo es scheißegal ist. Ja? Da ist nie bewiesen, die besetzt ja jetzt von der Schwarzen, was soll das? Da ist es halt ein bisschen dumm, sich aufzuregen bei Kleopatra. Kleopatra ist es ein bisschen was anderes. Ja, ist so die Putzfrau von den Filmstudios gewesen, die Kleopatra. Ja, die hat hier das Bein hochgehalten. Genau, bei der OP. Ja, so, und das hat jetzt, Brigaded hat irgendwie einen Metacritic-Score von 11 von 100, das ist sehr wenig, das hat jetzt sogar, Danke für die Einordnung, dass 11 wenig ist, ja. Im Vergleich zu 100. Das hat Velma überholt, Velma hatten wir auch vor ein paar Wochen hier zum Thema, diese eine von Scooby-Doo, ah, ja, die stimmt. Eine eigene Serie bekommen hat, die halt auch übelst unterirdisch schlecht war, wo ich die erste Folge gesehen habe. Nicht alle brauchen Spin-Offs, sag ich jetzt mal, ne? Zu dem Thema. Ja. Es gibt auch, ist auch mal okay, wenn Figuren noch mal nur in einem Film auftauchen. Das macht sie auch wieder magisch. Also ich sag mal so, mich erfüllt es schon ein bisschen mit Freude, dass die Jada da so vor den Kopf gestoßen wird mit diesen schlechten Reviews. Die Kritiker, das muss man auch dazu sagen, also es ist jetzt nicht nur die Nutzer, die ganzen professionellen Filmkritiker kritisieren das auch. Also es ist jetzt nicht, wie es ganz häufig ist, dass irgendwie auch The Last of Us oder sowas, dass es in den Himmel gelobt wird, was du übrigens mal gucken solltest. Ja? Bin dabei. Weil es nämlich eine queere Repräsentation hat. Ja? Er wird ja und gar nicht dann, dann sagen die Leute, oh, das ist so geil, sagt die Kritik. Und dann kommen die ganzen Nutzer und sagen, nee, das ist scheiße. So ist es hier halt nicht. So, guck jetzt The Last of Us. Bin dabei. Hast du The Last of Us gesehen? Mhm. Die dritte Folge war das? Ja, unter anderem. Alles. Hast du alles gesehen? Mit den beiden? Ja. Das ist meine absolute Lieblingsfolge. Habe ich schon von vielen gehört, dass die Folge toll sein soll. Tja, und du sitzt hier und drehst Däumchen statt zu gucken. Ich habe bei fast jeder Folge geweint, muss ich sagen. Oh. Und ich weine sonst fast nie bei einem Film. Ich bin auch sehr emotional geworden in den letzten Jahren bei Filmen. Hm. Ja, aber jetzt guck mal The Last of Us. Macht's jetzt. Ich habe jetzt eine PS4 und Wrestling. Ich habe jetzt andere Sachen zu tun gerade. Was heißt hier Wrestling und du lachst so? Also. Wrestling Peace. So. Ist so. Wir müssen zum Ende kommen, oder? Ja. Ich hätte noch ein, zwei Sachen, aber. Ich habe noch zwei News, die sich widersprechen, so ein bisschen. Also auf den ersten Blick zumindest. Also, Wetter wird gut, Wetter wird schlecht. Ja, so eine Art. Also ich glaube mal viel. Und zwar, Tagesschau berichtet, niedrige Pegel. Hälfte der größten Seen weltweit verliert ihr Wasser. Mhm. Gründe seien der Klimawandel und menschlicher Verbrauch. Und dann meldet Tagesschau,
Überschwemmung in Italien das Wichtigste, dass wir im Leben sind, dass Italien überschwemmt worden ist. Ja, das kann Wasser, ja beides da passieren. Genau, aber es schreiben halt viele, aha, wie kann das denn sein, dieser Widerspruch und so. Wir nehmen einfach das Wasser aus Italien und bringen das nach Indien. Genau, dass sie aber nicht raffen, dass halt die Katastrophen immer radikaler werden, das raffen die halt nicht. Ja. Um es noch zu erwähnen, es gab halt... Die Katastrophe sagen direkt, George Soros ist Menschenfeind. Ist so. Und Überschwemmungen in Italien haben halt 14 Menschen das Leben gekostet, also Stand jetzt. Hm. Ein teurer Spaß. War sehr teuer. Ja, also das geht ja beides. Ne? Das ist dieses Wetter ist nicht Klima-Prinzip. Ja, das heißt auch Klimawandel und nicht Klimawärmung nur unbedingt. Also irgendwie hier ist der Winter auch manchmal immer kälter wird. Aber es wird einfach immer radikaler, immer krasser. Das raffen die Leute halt nicht. Das Wetter zieht sich die Hakenkreuzbinde an. Es gab übrigens noch überraschenderweise, ein AfD-Abgeordneter hat letztens mit einer Pride-Flag unironisch posiert. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, aus welcher Gemeinde der war. Und da gab es auch einen riesigen Shitstorm. Weg mit dem aus der Partei abwählen und so. Verräter, gehen die FDP damit. Und er hat ohne Scheiß, wie findest du das? Der hat ohne Scheiß gesagt, ich habe das gemacht, einfach um zu zeigen, dass wir Menschen nicht diskriminieren sollten, die halt anders sind. Und ich dachte, wow, der ist in der AfD. Und dann meinten welche in der Kommentar, ja, das kann man ja machen, aber warum denn die Bright Flag, wieso denn nicht einfach das Grundgesetz in die Kamera halten? Das ist ja die gleiche Aussage. Naja. Die sind auch mal so flackengeil, wollen irgendwie Russland-Flaggen und Deutschland-Flaggen überall schwenken. Da können sie auch einfach hier Grundgesetz hochhalten und machen hier We are the Champions und so. Das wäre eigentlich richtig geil, so eine Riesenfahne, wo einfach so ein übelst großes Grundgesetz dran hängt. Oder den ganzen Gesetzestext an der Fahne dran. Ja. Das wäre auch witzig. Die Würde des Menschen ist auch da. Ich kann mal ganz kurz gucken. Rolf Wiedenhaupt heißt der von der AfD und zwar Fraktionsvorsitzender der Fraktion AfD Reinickendorf. Der hat die Pride Flag quasi mit anderen KollegInnen gehalten. Wo ist es denn? Hat das inzwischen gelöscht? Ich hoffe nicht. Ah, oh, doch nicht gut. Steht nicht dazu. Ich habe es heute Morgen noch tatsächlich, gestern Abend noch gesehen. Ich hätte es screenshotten sollen. Ich habe, während du suchst, noch eine Sache, die... Hat's gelöscht? Die nicht ganz so eindeutig einzuordnen ist, finde ich. Erzähl mal. Und zwar... Holocaust. Nee, der Ukraine Intel-Chief hat gesagt, outright scum will be punished. Ja, also Abschaum wird bestraft. Ein russischer Propagandameister wurde nämlich assassiniert. Oh, liquidiert. Liquidiert. Und wie stehen wir denn dazu? Weil ich finde, also die einen sagen, nur der angreifende Mann, Nation kann... kann eskalieren, ja, der Aggressor. Und die anderen sagen, naja, aber ich weiß nicht, das ist halt, der hat ja nichts gemacht außer Propaganda. Und den da umzubringen, ist vielleicht irgendwie jetzt nicht, was man lupenrein, also was man einfach absegnen kann. Es sollte halt so die letzte, also Ultima Ratio sein, ne? Zu sagen, wenn eine Person wirklich irgendwie dafür sorgt, dass Menschenleben in Gefahr sind und dass es halt eskalieren kann, dann kann es schon sinnvoll sein. Wir fallen ja auch alle Stauffenberg, dass er Hitler irgendwie töten wollte. Muss ich jetzt nochmal dazu sagen, also Leute sagen halt auch, dass das quasi so, ja, das Tor öffnet in Journalisten töten oder so, weißt du? Weil der ist im Endeffekt nur ein Typ gewesen, der, ich weiß nicht genau wo, aber nehmen wir jetzt mal an, im Fernsehen seine Propaganda verteilt und der wird halt deswegen umgebracht, obwohl der an sich, der ist nicht im Krieg oder so, weißt du? Der ist nicht an der Front. Und das ist schon nicht cool, finde ich. Kann man mal so sagen. Ja, es ist schwierig. Man kann die Beweggründe verstehen. Gerade ist ja Russland übelster Aggressor und nicht irgendwie die NATO gerade, nur weil sie Waffen liefert. Aber trotzdem kann ich die Beweggründe zumindest verstehen, dass man da irgendwie sagt, wir schalten Leute aus. Das ist ja wie Menschen, die fordern, dass Putin abgeschlachtet wird. So, ja, das ist nochmal was anderes, finde ich. Aber, ja. Ja, es ist schwierig. Also ich Putin kann soll auch lieber vors Gericht kommen und in den Knast gehen, als abgeschlachtet werden. Dann da gehängt werden. Und nicht genauso. Noch Märtyrer werden oder so. Ja. Eine Tür reicht. Wir sind durch, ich muss auch wir schon echt bald los. Tschüss. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir müssen die Woche bewerten. Ja, ich gebe nicht so viel. Also das iDubbbz-Ding, das ist gut, dass du es nochmal eingenommen hast. iDubbbz finde ich gut, genau. Aber ESC war zu erwarten. Genau. Ja. Ich würde auch eher auf eine, weiß nicht, 3, maximal 2 gehen oder sowas. Ja, gehen wir auf 3 wegen dem Rudy Giuliani-Ding. Ja, okay. Das finde ich für mich sehr... Also wer sich da mal reinlesen will, dem werden die Ohren schlackern. Ich werde in die Liste ein... das habe ich auch diese Woche entdeckt durch Reddit... Eine Band, die Zwergen-Metal macht. Ich möchte von Windrose Mine, also Mine. Ah, hier ist Mine. Das ist nämlich geil.
Und da habe ich jetzt erstmal festgestellt, dass es so Bands gibt, die wirklich nur on theme, wir sind Zwerge Musik machen oder Piratenmusik. Und das ist ein auch übelster Banger, der da Song. Da will ich mal reinhören. Ich liebe so Konzeptbands. Ich finde das geil. Auch Santiano und so, das finde ich richtig geil. Auch wenn die nie auf See gefahren sind. Ja. Aber es ist großartig. So, und wenn du jetzt gerade noch einen Song hast, wie zum Beispiel... Smooth Operator. Genau den. Sade, Sage, weiß ich nicht. Smooth Operator. Smooth Operator. Von Sade. Jawohl, kommt in... Wir sind alle Sade, weil jetzt der Podcast vorbei ist. In die Prinholz-Untermusik auf Spotify. Link in der Beschreibung. Und wie gesagt, mein Song ist der kroatische Beitrag vom ESC. Und zwar heißt der von der Band Let 3, Mama Zzz. Ich kann es nicht aussprechen. Also Windrose, Let 3 und Sade. Also drei geile, bestimmt drei Banger-Songs. So. Zwei davon kenne ich zumindest. Smooth Operator ist ein geiler Song. Hört es euch an, es ist großartig. Also die Playlist ist großartig. Wenn wir auf Shuffle stellen, das ist immer eine geile Zeit. Gut, wir hatten auch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören, es war mir ein Fest. Auf Wiedersehen. Musik für euch, tschüss. Setz Monate an den Tag.